Hallo und herzlich willkommen heute zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships mit einem wahrscheinlich eher ungewöhnlicheren Schiff, nämlich Tier 5 Königsberg. Würde ich jetzt eher, normalerweise versteife ich mich ja eher so auf die High Tiers, aber heute habe ich so eine Runde geschickt bekommen, wo ich einfach sagen muss, okay, also bei dem Damage, das ist in Tier 10 schon geiler Schaden, die muss ich einfach zeigen. Und deswegen schauen wir mal rein, was hier der, oh Gott, der Mac so für uns hingelegt hat. So, jetzt hat er hier auch schon die ersten Gegner. Und jetzt gehen wir mal ins Live-Gefecht über. Schau mal, da die Wyoming schon. Die erste, die er gleich beschießt. Mit AP in dem Fall. Sieht man jetzt mit der neuen Version deutlich besser, ob man AP oder HE schießt. Aber es sind natürlich auch Dinger dabei, die gleich sehr unangenehm sein können. Also gerade so ein Schlachtschiff, wenn er einem entgegenkommt bei der Distanz, ist es schon vielleicht gar nicht so doof, mal erstmal ein bisschen wegzudrehen. Aber bekommt ihr schon die ersten 2500 Schaden. Die Wyoming wird aber jetzt gut von den ganzen Jungs hier aufs Korn genommen. Er hält weiter mit AP drauf, vielleicht eher was für HE, aber am Ende muss er selber wissen, was er macht. Und 1600 Schaden sind es ja doch immerhin. So, jetzt hat er HE. Und auch wichtig, den hier vielleicht mal zum Brennen zu bringen. Natürlich ist die Wyoming von der Geschwindigkeit so schön langsam, dass man einfach da super aimen kann. Und jetzt hier der erste Brand darauf. Schießt jetzt auch noch blind, aber sollte auch noch funktionieren. Und hier, Wyoming brennt wunderschön, also kann hier scheinbar gerade nicht reparieren. Oder sonstiges, also von dem her bleibt dem nichts anderes übrig, als das hier sich gefühlt über sich ergehen zu lassen, weil er ist auch einfach schon viel zu weit rüber gefahren, auch ganz alleine. Das ist natürlich einfach der Tod für so ein langsam fahrendes Schiff. Also die Taktik, so ganz alleine so weit rauszufahren, die ging wohl nicht auf für die Wyoming. Mal schauen, ob er den Kill bekommt. Wyoming kann sich jetzt zumindest mal heilen. Jetzt hat er es scheinbar kurzzeitig wieder mit AP probiert, aber merkt, okay, doch, HE war gar nicht so verkehrt. Und zündet ihn nochmal an. Man sieht auch schon wieder, dass hier geheilt worden ist, aber jetzt ist er aus dem Spiel raus. Ja, jetzt kommt die Svetlana dran. Die kann man gut mit AP mal beschießen. Oder auch die St. Louis natürlich. Hat auch den alten Schrecken etwas eingebüßt von damals. Also da war die St. Louis noch so ein Schiff, wo man gesagt hat, okay, wenn ich die sehe, selbst mit Tier 5, da mache ich mal einen weiten Bogen drum. Aber mittlerweile alles nicht mehr so wild und da ist ja auch schon zerstört. Eine Karlsruhe, die schaut eher so ein bisschen inaktiv aus. Wobei ich aber trotzdem eher auf die Svetlana davor gegangen wäre, weil die vom Winkel einfach schöner war. So, den Punkt haben sie ja schon. Also hier muss er nicht um alle Welt versuchen, den Punkt dazu bekommen. Karlsruhe ist bestimmt AFK, also da ist mittlerweile viel zu lang keine Regung in dem Ganzen.
Und da ist natürlich eine schöne Damage-Pinata, die man da gut ausnutzen kann. Vielleicht jetzt mal der erste Kill, den er jetzt bekommt. Zumindest seine Schüsse sind die ersten, die eintreffen. Und seine Zerstörung, sehr schön. Also er kann hier wirklich super wirken. Keinerlei Probleme, keinerlei Unterdruck setzen vom Gegner hier an der Stelle. Rechts neben ihm die Königsberg, vor allem die Svetlana. Also gefühlt hat er überall Sachen, auf die er wirken kann. Und wie gesagt, er selber wird hier nicht wirklich unter Druck gesetzt. Die Svetlana beschießt ihn jetzt so ein bisschen, aber er hat da drei Leute noch mit sich. Aber scheinbar will er jetzt hier zurückfahren und vielleicht ist St. Louis da ein bisschen abfangen. So schaut es zumindest aus. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, ganz klar. Da kommen nämlich zu zweit. Ja, da ist die St. Louis doch schon ganz nah. Schüsse gehen raus. Trifft hier erstmal vernünftig, ohne Frage. Ja, nochmal 5000 Schaden, schön. Da ist einiges, also das hat er jetzt gut gemacht, da jetzt reinzufahren und da zu unterstützen. Weil die Wyoming allein, die hat hier ein Riesenproblem gehabt, aber so kann er da der Wyoming richtig schön und gut helfen. Und auch hier hat er wieder das Glück, dass der Gegner sich erstmal nur für die Wyoming interessiert. Also er selber kann wieder mal fantastisch wirken. So, die Clemson, die haut schon da ein bisschen ab, rückwärts. Die St. Louis noch nicht und die bekommt dafür aber satt. So, mittlerweile jetzt den Unterstützer geholt. Knappes Höschen hier die Nummer. Der Gegner ist von den Tickets her in Führung, hat auch noch ein Schiff mehr. So, jetzt die Kirov. Die ist aber mit ganz langsamer Fahrt da unterwegs. Also jetzt muss er sich richtig beweisen, weil jetzt hat er dann auf einmal schon das Problem, dass er hier gefühlt ganz alleine ist. Macht aber 4 Zitadellentreffer. Toller Hit. Also der war satt. Bekommt aber jetzt auch selber einen schweren Schaden. Da hinten von der Kongo, vielleicht kann er sich noch im Laufe des Gefechts revanchieren, muss aber jetzt erstmal sich um die Kirov noch kümmern. Ja, die kommt gut, sehr schön, super Treffer, perfekt, so soll es sein. Und jetzt kann er gerade nicht mehr wirken, deswegen beschleunigen wir das Ganze etwas. Beziehungsweise er kommt doch noch drauf. Ach, okay. Er macht so. Das heißt, er fährt jetzt weg von ihm, hält damit die Distanz recht hoch. Aber man hat ja mit der Königsberg eine sehr hohe Distanz. Somit kann er den jetzt so ein bisschen ausspielen, hat aber keinen Spot mehr drauf. Das heißt, er sieht ihn nicht mehr. So. Jetzt bitte darum Hilfe, um den Punkt B einzunehmen. Und die Kongo ist auch wieder sichtbar. So, jetzt hat er kurz AP geladen, lädt aber jetzt auf HE um. Jetzt kann er gerade nicht drauf schießen. Ah,
Mal schauen, ob sie ankommen. Nee. Jetzt aber, jetzt kommen sie immer weiter vor. Ah, ein bisschen drüber. Und entweder der trifft jetzt oder er brennt weg. So. Also, der ist auch mal zerstört. Jetzt schaut es mittlerweile deutlich besser aus. 3 Schiffe gegen 2 allerdings. Die anderen immer noch in den Tickets vorne. Jetzt will er sich erstmal damit um die Klemsen kümmern. Die Kongo ist da auch nicht mehr allzu weit weg. Die Klemsen hat da jetzt ihre Torpedos auf die New York rausgehauen. Und das war ein satter Treffer, was die Klemsen hier erreicht hat. Auch da ist er wieder gut am Helfen. Er könnte jetzt natürlich irgendwie allein versuchen, auf die Kongo zu gehen oder keine Ahnung. Aber jetzt denkt er sich, nee, ich muss da auf den Schlachtschiffen den Support geben, den sie brauchen. So, und jetzt bekommt die Klemsen dann auch mit. Oh, ja, da kommt ja doch noch einer. Und stellt die nächsten Torps wieder raus. So, der ist zerstört. Oh, jetzt sind beide Schiffe raus. Das heißt, jetzt wird es ein One-on-One eher gegen die Kongo. Das wird jetzt nochmal deutlich spannender als ansatzweise erwartet. So, da ist die Kongo, kommt immer näher. Tickets laufen langsam aus. Also jetzt wird es auch nochmal knapp. Aber die Kongo kommt hier in Schlagdistanz sehr, sehr nahe. Und natürlich hat die Königsberg Torpedos. Und genau auf die wird er jetzt auch hoffen. Hat nur noch 4200 Hitpoints. 3200. Das ist eine perfekte Torpedoreichweite. Er darf nur nicht zerstört werden. Torpedos wählt er aus. Torpedos sind raus. Die treffen alle perfekt. Und er macht die Zerstörung. Schöne Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.